Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. So, wir sind ja heute auf einer für mich relativ spontanen Runde unterwegs. So, warum für mich diese Runde so spontan war, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe dieses Wochenende auch in den letzten Tagen extrem viele Kommentare unter den Videos gekriegt, Nachrichten auf allen möglichen Ebenen und habe mich am Wochenende wirklich rangesetzt und wirklich versucht, alle komplett abzuarbeiten. Habe dementsprechend die ganze Zeit nur vorm Laptop gesessen und da die Tasten bunt gescheuert. Ja, und habe gar nicht mitgekriegt, was so in den Gruppen geschrieben wurde, wann die wo welche Ausfahrten sind. Dann wurde ich halt direkt angeschrieben von wegen, hey, bist du jetzt heute dabei oder nicht? Und ja, da habe ich gesehen, oh, das ist ja 1,5 Stunden und dachte ich, naja gut, jetzt brauchst du eh mal eine Bildschirmpause, war auch eigentlich soweit durch. Ja, habe mich jetzt auf den Bock gesetzt und dann haben wir uns jetzt hier in der Nähe von Hannover oder vor Hannover quasi getroffen alle. Das so als kleine Erklärung um das Drumherum, was hier quasi ihr so die ganze Zeit seht, damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst, was hier im Hintergrund läuft. Die heutige Runde wird nämlich an das Thema Quad 1x1 anschließen, also wieder hauptsächlich das Thema für Einsteiger bzw. diejenigen, die sich jetzt gerade neu mit diesem Thema befassen. So als kleine Inforunde, weil es nämlich ganz oft immer dazu kommt, da werde ich irgendwelche Kerndaten quasi geschickt oder auch in die Kommentare reingeschrieben von wegen, hey, ich habe vor, so und so viel Prozent Autobahn zu fahren. Ich will auch mal eine ganze Ecke schneller fahren und so viel Kilometer. Da werden halt so ein paar Eckpunkte reingeworfen und vorhin schlag mir mal eine Maschine vor. Das ist für diejenigen, die jetzt noch in dieses Hobby einsteigen. Das ist im Endeffekt, müsst ihr euch das vorstellen, auch im Vergleich so zu dem Automarkt. Ihr habt bei Autos auch, ihr habt Cabrios, ihr habt Pickups, ihr habt Transporter, ihr habt Kleinwagen, ihr habt Kombis. Es gibt total viele verschiedene Arten von Fahrzeugen, die viele Sachen von denen abdecken, die für euch auch zutreffen würden. Aber so ist das bei den Quads halt auch. Wir haben hier die Sportler. Die Sportler unterscheiden sich auch in mehrere Kategorien. Wir haben da bei den Sportlern ganz oft halt die Supermoto-Maschinen. Da haben wir hier jetzt eine dabei, das ist die grüne da vorne. Die sehen wir bestimmt nachher noch ein bisschen von näher, also tiefer, härter, breiter. So, hinten dran haben wir hier jetzt gleich so die klassischen Offroader, also als Sportler. Hinten Starrachse, Schalter, Stolle und halt auch ein Tuckenhör, zumindest höher wie die grüne da vorne. Und auch bei den ATVs gibt es halt viele Unterschiede. Da gibt es halt einmal, sag ich mal, die normalen Standard-ATVs, der kurze Radstand relativ hoch. Weil es gibt halt ATVs, die sind mehr oder weniger oder mehr fürs Arbeiten ausgelegt. Die haben halt ihre, Vorteile in ganz anderen Geschichten. Dann haben wir welche, die auch mehr auf Touren ausgelegt sind, mit längeren Radstand, mit längerer Sitzbank und hinten Lehne hinten drauf für die Sozius-Fahrer und. Dann haben wir natürlich noch die XMR bzw. Highlifter-Umbauten. Das sind diejenigen, die halt ihre Kühler oben haben mit Schnorchel. Die Maschinen sind nochmal eine ganze Ecke höher, haben auch ganz andere Reifen alles drauf. Und da gibt es halt auch, ne? Will man da im Matsch fahren, will man da mit Touren fahren, will man damit arbeiten und. Deswegen, es gibt so viele Einstufungen und Klassifizierungen halt von diesen Fahrzeugen, da muss man sich halt erstmal vorab selber so ein paar Fragen stellen. Also die erste Frage ist wahrscheinlich, möchte ich ein Automatikfahrzeug oder möchte ich ein Schaltfahrzeug haben? Aber da ob Schalten oder Automatik, das ist halt so eine Glaubensfrage. Das ist vorwiegend nicht, was ist besser, was ist schlechter, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Bei mir geht es persönlich darum, zum Beispiel, mir macht das Schalten unwahrscheinlich viel Spaß, deswegen fahre ich halt auch gerne Schalter. So, aber wenn ich schon mal die Frage geklärt habe, ob Schalter oder Automatik, fallen dementsprechend schon mal viele Maschinen weg. Sag ich mal, die bisschen höher mit mehr PS-Leistungen, die Sportler zum Beispiel, werdet ihr nur mit Schaltung kriegen, weil wenn ihr mit Automatik einen Sportler haben wollt, mit viel PS und viel Hubraum, gibt es im Endeffekt nur einen einzigen und den gibt es nicht mehr neu, das war von Kawasaki, die KFX 700, was so auch kein 100%, es ist zwar als Sportquad aufgebaut mit Sprachs und alles, ne? Ist aber leider relativ schwer die Maschine. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel eine, die bekommt ihr auch nicht mehr neu, sondern nur noch gebraucht. Oh, jetzt hat er hier vorne irgendwelche Schleifgeräusche, das hört sich gerade nicht gut an. So, hier seht ihr das rote Schmuckstück schon mal ein bisschen näher. Allerdings hat er gerade so ein lautes Schleifgeräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt durchs Dings. Ich bin gerade mal vorgeschossen, dass wir die Gruppe anhalten konnten. Und René wird ihn jetzt abschleppen. Da hinten ist so ein kleiner Parkplatz. Da werden wir uns das mal in Ruhe angucken, weil hier stehen wir ein bisschen ungünstig. So, beim Zurückgehen seht ihr jetzt hier mal die KFX 700. Auch ein sehr geiles Gerät. Übrigens baugleich mit der LTZ. Hier die Shade. Und hier die Raptor da vorne. Parkt meiner. Ich hätte auch mal Warmlinkern machen können. Naja.
So, das abschleppende Fahrzeug soll jetzt quasi vorwegfahren, weil da hinten ist irgendwo so ein kleiner Parkplatz. Da werden wir uns mal in Ruhe angucken. Das heißt, die anderen werden jetzt gleich alle an uns vorbeiziehen. Zack, da sind sie auch schon. Und weiter geht's. 660er, Shade, 400er. Und jetzt kommen wir. Puh, seit langer Zeit mal wieder eine grüne Ansicht vor uns. Das ist jetzt übrigens die Supermoto. Also ihr seht schon, die Maschine an sich hat viel kleinere Reifen drauf, Straßenreifen drauf, ist tiefer, härter und breiter. Aber wir waren jetzt gerade noch bei dem Thema gewesen, ob Automatik oder Schalter. Weil wenn ihr jetzt, wie gesagt, sagt, ihr wollt unbedingt ein groß hubraummäßiges oder mit hoher PS-Zahl ein Sportler haben, müsstet ihr euch schon mal so ein bisschen damit anfreunden, quasi auf den Schalter zu gehen. Außer die einzige Auswahlmöglichkeit, die ihr habt, ist halt die KFX 700. Wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt einen Sportler haben und es soll eine Automatik sein, ist es auch relativ begrenzt an Fahrzeugen. Also steht euch quasi nicht alles zur Verfügung. Da haben wir zum Beispiel die Aeon Cobra, die Axis, die 300er. Da sind ein paar Sportler dabei, die auch echt super Spaß machen und alles. Aber man kann alleine schon durch diese Entscheidung, möchte ich Sportler oder Automatik, schon mal so ein bisschen was ja, ein- oder ausschließen. Wenn ihr unbedingt einen Schalter fahren wollt, sind auch in der Regel ATVs draußen. Es gibt ein paar ältere oder sehr alte ATVs, aber auch mit sehr kleinem Motor drin. Die haben zum Teil ja, eine Halbautomatik drin, also da schaltet man trotzdem noch. Aber in der Regel haben heutzutage eigentlich alle ATVs ein Automatikgetriebe drin. Das heißt, ihr habt nur noch einen Gangwahlhebel drin. Ich will vorwärts oder rückwärts fahren. Wie gesagt, diese Entscheidung müsst ihr halt erstmal für euch treffen. Dann habt ihr schon mal so ein bisschen was ausgeschlossen. Danach solltet ihr euch überlegen, was möchte ich fahren? Fahre ich wirklich nur ruhige, gemütliche Touren? Oder zum Beispiel mache ich das auch mit meinem Partner. Also wir sind viel und oft zu zweit unterwegs. Da muss man natürlich auch gucken, ich brauche ein Fahrzeug mit ja, bequemer und großer Sitzbank, dass auch alle vernünftig drauf sitzen können. Da werdet ihr wahrscheinlich mit einem ATV dann besser bedient sein, weil man halt ja, einen vernünftigen Sitz hinten noch hat und auch beide auch genug Platz haben. Bei den Sportlern muss man ein bisschen gucken. Es gibt welche, die haben eine große und lange Sitzbank, wie zum Beispiel hier die KFX. Hier hat der Baugleich mit der LTZ eine sehr große und lange Sitzbank. Allerdings, wenn man jetzt ein ATV in der langen Version kauft, da hat man natürlich dann noch ein bisschen mehr und vor allem noch mehr Komfort, dadurch, dass man halt ja auch noch Rückenlehne und alles hat. Jetzt gucken wir uns gleich erstmal das Gerät an. Ich hoffe, dass ich das Thema bis nachher nicht vergessen habe, dann machen wir dann weiter. So, wollen wir jetzt gleich mal weiterfahren. Jetzt seht ihr mal einmal kurz so den Unterschied hier. Supermoto, ihr seht halt extrem flach und tief, niedriger Schwerpunkt zu einer Offroader. Vorteil und Nachteil, nicht ganz so geländegängig, dafür ein absoluter Kurvenräuber. Das heißt, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid und wollt irgendwelche Pässe oder sowas langballern, habt ihr natürlich eine ultra geile Straßenlage, klebt richtig mit dem Fahrzeug. Mit dem hier ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Durch den höheren Schwerpunkt müsst ihr halt, naja, euch könnt ihr halt nicht so schnell durch die Kurven fahren, ne? Weil der Kipppunkt halt zu schnell kommt. So, Vor- und Nachteile vom Sportler zu einem ATV ist natürlich, ihr seht es jetzt hier auch in den Kurven, ein ATV hat erstmal auch einen viel höheren Schwerpunkt. Das heißt, kurventechnisch ist natürlich das ja, einfacher zu fahren mit einem Sportler, dadurch, dass er halt eine ganze Ecke einfacher ist. Ich kann mit meinem eigenen Körpergewicht halt viel mehr bewirken durchs Gegenlenk, als wenn ich natürlich unter mir jetzt eine Maschine habe, die irgendwie 200 Kilo mehr wiegt. Also einmal quasi Pluspunkt für den Sportler, ne, das Gewicht. Der Nachteil ist natürlich beim Sportler, wir haben hinten eine Starrachse, das heißt, wenn ihr Offroad fahren wollt, habt ihr natürlich eine viel geringere Bodenfreiheit. Ihr seht, ich weiß nicht, ob es nah genug dran ist, bei der roten da hinten, die hat ja ganz normale 20 Zoll Reifen hinten drauf. Ihr seht ja, die Bodenfreiheit ist nur so viel. Das ist jetzt nicht so viel weniger wie bei der Supermoto vor uns, weil ihr seht ja hier in der Mitte, wo die Schwinge ist, der Abstand zum Fußboden ist quasi eure geringste Bodenfreiheit bei einem Sportler mit einer Starrachse. Und das kann einem im Gelände schon des Öfteren mal ja, zum Verhängnis werden. Da hat ein ATV, was er da vorsieht, da können wir natürlich komplett durchgucken. Viel, viel mehr Bodenfreiheit. Und ihr habt natürlich auch noch bei den meisten Modellen ja auch noch Allrad, was bei den Sportlern natürlich auch wegfällt, weil ihr nur Heckantrieb habt. Also wenn ihr jetzt auf der Suche gerade seid nach einem, ja, nach einem neuen Quad oder halt ATV, überlegt euch erstmal, möchte ich einen Schalter fahren, möchte ich eine Automatikmaschine fahren? Und ja, wenn es dann nachher beim Automatik ist, möchte ich lieber Sportler oder lieber ein ATV fahren. Also ob ihr mehr auf Reisen sein wollt oder auch halt öfter zu zweit unterwegs sein, da ist natürlich so ein ATV einiges bequemer. Wenn ihr natürlich sagt, ich will den Hahn aufreißen, ich will über Pässe ballern, ich will Kurven heizen, wäre ein super Motor wieder gut. Also es kommt immer drauf an. Aber dieses, ich möchte mal ins Gelände, möchte durch die Kurven ballern, möchte auf die Autobahn, möchte dies und das und jenes, das ist in diesem Bereich unwahrscheinlich schwierig, weil das ist einfach das Modell eierlegende Wollmilchsau, was es so nicht gibt. Also es gibt kein Fahrzeug, was quasi alles auf einmal erfüllt, wo er sagt, ich kann damit den Pass hoch und runter ballern,
zu zweit mit Ziel im Offroad-Park dann durch die Schlammdinger zu fahren und über die Autobahn wieder zurück. Es sind einfach zu viele verschiedene Geschichten. Die Strecke, die wir hier heute fahren, wäre natürlich mit der gelben um einiges geiler gewesen. Allerdings, ich hatte es in den letzten Videos ja schon mal erzählt gehabt, dass die Batterie da gerade so ein bisschen Probleme macht. Eine neue Batterie ist bestellt, ist auch schon da, muss nur noch eingebaut werden. Und in diesem halbfertigen Zustand, wo ich das Ding jetzt halt nicht benutze und bin dann halt wieder erstmal auf die Raptor umgestiegen, damit ich mobil bin. Deswegen könnt ihr jetzt hoffentlich verstehen, dass gerade bei den Leuten ich so kommentiere, von wegen, das Angebot ist riesig. Das kann man nicht pauschal sagen. Bitte schau mal durch die Fahrzeugtests durch, was so das Fahrzeug ist, wo ich ja in den Fahrzeugtests mal sage, was so die Vorzüge von den einzelnen Maschinen sind. Wo man sagt, hey, das deckt da quasi das am meisten ab, was für mich interessant ist. Weil ich kann euch leider nicht darunter schreiben, kauft bitte Modell XY. Universal, toll für alles. Lass uns mal einmal das Thema Autobahn noch mal kurz ankratzen. Wie gesagt, das wird ja auch sehr oft geschrieben. Muss Autobahn können, muss aber keinen Spaß machen zum Beispiel. Das wird auch sehr oft geschrieben. Klar, jedes von diesen Fahrzeugen kann auf die Autobahn. Wenn wir bei Quads und ATVs jetzt von Höchstgeschwindigkeit reden, da reden wir dann nachher von 120, 130 km/h und befinden uns da schon mit im höheren Level. Klar, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Maschinen, zum Beispiel die Exceed oder auch die E-ATVs oder sowas, die fahren auch 180 plus. Das sind natürlich dann aber auch Maschinen, die nicht unbedingt für Einsteiger jetzt in Frage kommen. Also ich würde niemals im Leben einen Einsteiger empfehlen, sich so ein 180 PS Teil hinzuholen. Klar, mit den Dingern kann man wie beim Motorrad auch stundenlang Autobahntouren fahren, das können die Dinger ab. Aber in der Regel sind halt diese Fahrzeuge, egal ob Quad oder ATV, nicht darauf ausgelegt, ja, lange Vollgasstrecken zu fahren. Das heißt, wir fahren hier mit 120, 130, eine halbe Stunde Autobahn einfach nur in eins durch. Da fahrt ihr mit dem Fahrzeug wirklich schon, ja, am Limit. Das heißt, ihr seid immer kurz vorm Begrenzer oder im Begrenzer drinne. Und wenn der Motor die ganze Zeit, das ist, als wenn ihr in eurem Auto die ganze Zeit ersten Gang einlegt und fahrt nur im ersten Gang und das die ganze Zeit bis zum Anschlag. Das macht die halt nicht so gerne und lange mit. Aber wie gesagt, möglich ist es schon. Man muss ja auf der Autobahn, wie gesagt, ich habe auch schon sehr, sehr, sehr viele Autobahnfahrten mit Quads gemacht. Ich mache es meist in der Regel so, jetzt gut mit der gelben jetzt nicht, die ist eine Ausnahme, die ist ja auch ein Sonderumbau. Normalerweise mit den Quads habe ich es dann so gemacht, ich habe mir irgendwo einen schönen LKW gesucht, habe mich dahinter gesetzt, habe den Windschatten quasi ausgenutzt. Heißt dann aber auch, dass ich dann die Strecke auf der Autobahn wirklich dann in einem Leistungsbereich oder Geschwindigkeitsbereich fahre von 80, 90 Stundenkilometer. Und selbst da fahre ich nicht stumpf die ganze Zeit immer gleich, sondern ich fahre quasi mal kurz auf, lasse mich ein bisschen zurückfahren, fahre ein bisschen im Wechselgas, dass ich nicht permanent nur mit einer Gasstellung die ganze Zeit fahre. Dann geht das halt schon, dann kann man das auch mal machen. Also möglich ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt, was eine Formex nachher von 70 km/h oder sowas hat, wahrscheinlich noch bergab mit Rückenwind, würde ich nicht empfehlen, auf die Autobahn zu fahren. Da seid ihr eigentlich mehr Hindernis wie alles andere. Das macht die Sache nicht nur für euch, sondern auch für die anderen gefährlich. Da würde ich es bleiben lassen. Aber wie gesagt, es geht schon. Ihr müsst halt euch im Klaren sein, dass dieses Hobby halt nicht dafür gedacht ist, oder die Maschinen halt nicht dafür ausgelegt sind, für irgendwelche Autobahntouren im Normalfall. Aber ich glaube, diese Frage kommt auch wirklich dann von den Leuten, die wirklich noch nie irgendwie groß gefahren sind, weil sie es einfach versuchen, eins zu eins aufs Auto umzumünzen. Wenn ich einen Quad habe und ich will von da nach da, da würde ich nicht auf die Idee kommen, auf die Autobahn zu fahren. Ich würde immer die Bundes- und Landstraßen vorziehen, weil es einfach viel mehr Spaß macht, halt durch die Kurven zu fahren und mit einer anderen Geschwindigkeit halt zu fahren. Von mir jetzt nochmal so als Tipp für diejenigen, die sich wirklich mega unentschlossen sind, die jetzt sagen, ich möchte in das Hobby einsteigen und weiß absolut null, welches Fahrzeug ich halt fahren soll oder mir holen soll. Macht es wirklich so, dass er mal guckt, dass er einen Händler oder irgendwas in der Nähe findet, die auch nicht nur mit Händler, sondern auch einfach nur welche, die wirklich Quads nur verleihen. Also wirklich mal ein Fahrzeug vielleicht mal übers Wochenende ausleihen. Und dass er dann mal sagt, ich leih mir mal für einen Tag mal einen ATV aus und für einen anderen Tag mal einen Sportler, damit ihr mal den Unterschied fühlt und erlebt, was das genau bedeutet, diese Maschinen zu fahren. Wie gesagt, es macht alles Spaß, aber jedes halt auf seine Art und Weise. Wie gesagt, ich weiß, viele haben mir das auch schon mal geschrieben, von wegen, ja, ich möchte das ja gerne mal machen. Ich möchte mir ein Fahrzeug ausleihen fürs Wochenende. Ich finde aber hier in der Gegend nichts. Das weiß ich. Es ist unwahrscheinlich schwierig, Quad-Verleiher zu finden. Selbst das Händlernetz ist ja jetzt nicht so weit ausgebaut in ganz Deutschland, dass man überall was in der Nähe hat. Das heißt, wenn ich 30 Kilometer Radius hier bei mir ziehe, finde ich auch keinen Händler. Ich muss auch eine Ecke weiterfahren, um zum nächsten halt hinzufahren. Deswegen Bielefeld ist auch immer ein ganzes Stück von mir weg. Also ihr wollt einsteigen in das Hobby, interessiert euch dafür. Wie gesagt, klärt für euch erstmal die Fragen Automatik, Schalter,
ob Sportler oder ATV. Wie gesagt, da werden viele Sachen schon mal ausgeschlossen. Weil man kann nachher die Fragen um einiges einfacher beantworten, wenn man dann von vornherein weiß, ich möchte überwiegend am Wochenende schön viele Touren machen, was ich was mit Frau und Kind oder Kind hinten drauf. Ab und zu auch mal im Gelände so ein bisschen die Sau auslassen, aber halt überwiegend auf der Straße unterwegs zu sein. Dementsprechend soll das Ding dann halt auch bequem sein, einfach von der Handhabung alles, ne? Und dann weiß man schon mal, okay, wir sind jetzt mal mehr so Richtung ATV unterwegs, weil nicht, dass ihr nachher die Empfehlung von allen möglichen Leuten kriegt, was ich was, kauft ihr eine, hier nehmen wir mal von da vorne die Shade 850. So, dann habt ihr das gemacht und auch gelesen von den Tests und alles, ist super, tolle Maschine, macht auch Spaß, aber ihr findet für euch raus, hey, Moment mal, ich will über den Pass ballern, ich will mit Highspeed mich in die Kurve legen, das macht mir viel mehr Spaß, als irgendwelche Landschaftstouren zu fahren oder auch Gelände ist so gar nichts, weil Putzen ist eh blöd, ne? Wie gesagt, wenn ihr diese Fragen vorher für euch klärt, wisst ihr gleich, wo lande ich überhaupt, in welcher Fahrzeugkategorie. Und wenn man das weiß, kann man nachher viel einfacher und effektiver helfen, nachher das Fahrzeug zu finden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht alles zu kompliziert ist, wie ich es jetzt gesagt habe oder wie ich es erzählt habe, weil ich bin echt durch diese paar Stops, die wir jetzt gemacht haben, hier mit dem Problemchen, immer irgendwie total rausgerissen aus meinen Gedanken. Und kann sein, dass ich mich hier total verzettelt habe. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich da noch so halbwegs was draus zusammengeschnippelt und hoffe, dass ihr halt versteht, worauf ich hinaus wollte, um euch quasi zu helfen, das passende Fahrzeug für euch zu finden. Das war jetzt auch quasi das nächste Video aus unserer kleinen Reihe Quad 1x1. Ich hoffe, es hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Die Schwerpunkte heute war ja ganz klar Quad oder ATV, Schalter oder Automatik. Wie gesagt, wenn euch das ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. In diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.